klitzekleine Frage. Wisst ihr, was gestern passiert ist? Ich weiß echt gar nichts mehr. Erst recht nicht, wie ich hier gelandet bin. Bitte schreibt mal in die Kommentare, woran ihr euch noch erinnern könnt. Ich gehe mal auf Spurensuche, vielleicht wissen Tommy und Malte mehr von gestern. Ah, frohes Neues. Weißt du, was gestern passiert ist? Nee. Aber schmeckt noch. Haben wir noch Pizza? Aber was noch unglaublicher ist... Guten Morgen! Oh. Hier scheint es ja gut zu gehen. Warum soll ich nicht gut drauf sein an so einem wunderschönen, wundervollen, wunderbaren Tag? Das muss die Strafe für einmal eine Sünden sein. Bin ich in der Hölle? Ich habe echt gedacht, da würde ich coolere Leute treffen, die Space Frogs oder so. Na, da musst du noch ein paar Wochen warten. Nein, du hast nicht gesündigt. Du bist aus deinem Kokon geklettert und bist jetzt ein wunderschöner Schmetterling. Was? Ich bin stolz auf euch beide. Das ist Belästigung am Arbeitslosenplatz. Oh, sorry. Und, wie geht's euch beiden so? Geht mich auch gar nichts an. Bin viel zu neugierig. Streich die Frage. Wie geht's euch? Wovon redest du? Naja, von... Was? Ihr wisst gar nichts mehr von gestern? Ich weiß, dass du viel zu laut bist. Ich glaube, ich erinnere mich an was. Das Geschenk hast du ja schon. Ich glaube, ich gehe jetzt besser. Glaubst du, wir können das irgendwie in Freundschaft zu Ende bringen? Klar. Vielleicht hätten wir nicht zusammenziehen sollen. Vielleicht war das zu schnell. Vielleicht gehe ich jetzt besser. Kann ich dich vielleicht anrufen? Vielleicht. Na, wenn das nicht der Beweis ist, dass ihr beiden Turteltäubchen... Was? Was? Warum verweigert ihr euch den Fakten? Ich meine, ihr seid beide Single, ihr lauft ja schon Ewigkeiten aneinander hinterher. Und ihr habt euch geküsst. Ich meine, oh mein Gott, ihr habt euch geküsst. Was? Was redest du da? Na, von gestern rede ich. Wir hatten einen schönen Abend. Das mag sein, aber ich hab sicher nicht und wir haben sicher nicht, das ist... Das bildest du dir ein. Ich bin und du hast Timon. Selbst wenn das stimmt würde. Das beweist ja gar nichts, weil das war einfach nur ein... Das war einfach nur ein... Ein Beweis für unsere Freundschaft. Freundschaft. Weil ich mich so über den Glückspulli gefreut habe. Und du hast ihr den Pulli geschenkt. Ich meine, das ist voll niedlich. Wollen wir aufräumen? Ich fände es toll, wenn Tommy das alleine macht. Das könnte dir so passen. Ach, daran erinnerst du dich jetzt nicht. Das macht so viel Spaß. Das räume ich morgen alles ganz alleine auf. Was hast du gesagt? Okay, das kann unmöglich so passiert sein. Das sieht mir gar nicht ähnlich. Doch, das war so. Ja. Soll ich dir helfen? Wenn wir uns jeden Raum einzeln vornehmen und mit der Küche anfangen, dann schaffen wir das sicherlich. Oh, was ist drin? Weiß ich nicht. Pass auf. Nein, ich hätte es gar nicht annehmen sollen. Meinst du, ich kann es auf unserem WG-Account verkaufen? Klar, du kannst damit machen, was du willst. Geschenkt ist geschenkt. Okay, dann erster Link in der Videobeschreibung. Und was ist drin? Ach, das sieht man, wenn man auf den Link klickt. Oh, ich weiß wieder. Hannah? Timon? Was machst du da? Was machst du denn hier? Ja, das frage ich mich gerade auch. Timon, warte! Alles okay? Nee, danke, ich hab noch. Klotz nicht so. Damit du Timon nicht hinterherlaufen kannst. Er ist schon echt manchmal ein Idiot. Was? Na, ihr seid verliebt. Was? Weil Malte meine Laufschuhe in den Kühlschrank gesteckt hat, oder was? Ja, und weil du den Fakt niedlich findest und nicht creepy. Ihr seid füreinander bestimmt. Hannah und Malte sitzen auf dem Baum und machen rum, man glaubt es kaum. Kommt da noch was?
Ja, irgendwas mit heiraten und dass ihr bis an euer Lebensende glücklich seid. Fertig? Ja. Gut, dann beruhig dich mal, okay? Es war nur ein Kuss. Aus Dankbarkeit und Freundschaft. Wenn wir wirklich ein Paar sein wollten, dann hätten wir es ja nicht dabei gelassen. Das war... Meinst du, ich sollte mit Malte reden? Ja. Starry eyes and cellophane. She takes a walk, she makes a plan. A truck bails down the avenue. There's broken glass, a missing pew at church. Maybe I was wrong. Maybe time's too strong. Maybe I'll write you from the other side. Malte, können wir reden? Ich dachte, wenn Hannah und Malte zusammenkommen, dann ändert sich hier in der WG was. Ich mische mich bei den beiden nicht ein. Deren Beziehung geht mich ja auch überhaupt nichts an. Okay, Tommy, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche einen Beziehungsrat. Tommy hat gesagt, ich soll sagen, dass ich lieber zocken will. Tommy, Notfall. Tommy hat gesagt, ich soll nichts mit dir machen. Du hast Hannah gesagt, dass sie nichts mit mir machen soll.